Der alte Haupteingang des Nordfriedhofs in Dortmund. Starten möchte ich den historischen Rundgang mit ein paar Sätzen zur Geschichte des städtischen Friedhofswesens in Dortmund. Bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts war es üblich, auf den die Kirchengebäude umgebenden Plätze innerhalb der Stadt die Beerdigung durchzuführen. In Dortmund erinnert zum Beispiel noch nördlich der Reinoldikirche die Straße Friedhof an diese Zeit. Die Kirchhöfe befanden sich im Eigentum der jeweiligen Kirchengemeinde. Damals kam es zu vielen kommunalen Reformen. Insbesondere aus solchen Schutzgründen wurde verboten, auf den Kirchhöfen weiter beerdigen zu lassen. Demzufolge wurden außerhalb der ehemaligen Altstadt neue Friedhöfe angelegt. Als da wären im Jahr 1811 der Westentotenhof, der heutige Westpark. Im Zuge der Industrialisierung kam es zu einem stetigen Bevölkerungswachstum. Demzufolge wurde im Jahr 1876 der Ostfriedhof eröffnet, 1893 der Südwestfriedhof, im November 1897 unser Nordfriedhof und erst 1921 der Hauptfriedhof. Da zum Ende des 19. Jahrhunderts die Wege für die Bewohner der entstehenden nördlichen Vorstadt zu den eingangs genannten Friedhöfen sehr weit waren, entschied sich die Stadtverordnetenversammlung für die Anlage eines eigenen Friedhofs für die Bewohner des Nordens, den Nordfriedhof. Da man jedoch auf dem Gelände der wachsenden Nordstadt keinen geeigneten Platz für die Anlage eines Friedhofs finden konnte, entschied man sich letztendlich für ein Gelände mit ehemals landwirtschaftlicher Nutzung des damaligen Ewinger Gutsbesitzers Große Lege. Als Kaufpreis wurde zwischen der Stadt und dem Gutsbesitzer eine Summe von 164.000 Reichsmark vereinbart. Das entspricht in heutiger Kaufkraft ungefähr 1,1 Millionen Euro. Der Kaufpreis bezieht sich auf die im Jahr 1897 eröffnete Friedhofsfläche mit den Feldern 1 bis 25 und dem dazugehörigen Betriebsgelände mit dem alten Verwalterhaus. Da Ewing jedoch erst im Jahr 1914 nach Dortmund eingemeindet wurde, befand sich der Nordfriedhof zu seiner Eröffnung im November 1897 noch außerhalb des Dortmunder Stadtgebietes. Hier im Feld 1, früher auch unter der Bezeichnung Abteilung 1, befindet sich die Grabstätte der Familie Sieke. Erworben 1901 von dem ersten Friedhofsinspektor des Nordfriedhofs, Georg Sieke. Georg war maßgeblich an der Planung, dem Aufbau und späteren Ausbau des Friedhofs beteiligt. Er wohnte und arbeitete bis 1929 auf dem Nordfriedhof, ging danach in den Ruhestand und verstarb im Jahr 1937 im Alter von 70 Jahren. Der Nordfriedhof wurde am Mittwoch, den 24.11.1897, im Rahmen einer feierlichen Eröffnungszeremonie eingeweiht. Einen Tag später, also am Donnerstag, den 25.11., fand hier im Feld 1 in einem Reihengrab die erste Beisetzung statt. Beerdigt wurde dort der verstorbene Schreiner August Focke-Roth. Dieser wohnte vor seinem Tod hinter dem Hauptbahnhof in der Kurfürstenstraße. Das Priestergrab, die sechsstellige Gemeinschaftsgruft der katholischen St. Josefskirchengemeinde in der Nordstadt. Die katholische St. Josefskirchengemeinde gehört zu den drei ältesten katholischen Kirchen in Dortmund. Hier wurden in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die verstorbenen Geistlichen der Gemeinde bestattet. Das hier befindliche Grabmal ist bereits das zweite auf dieser Grabstätte. Bis in die 1960er Jahre hinein stand hier ein künstlerisch sehr viel aufwendiger gestaltetes Grabmal von 1903, dem Erwerb der Grabstätte. Der Begräbnisplatz der Familie Thiemann.
Die Stelle wurde im Jahr 1904 von dem Gastwirt Hermann Thiemann erworben. Hermann wohnte und arbeitete damals in der Heilige Gartenstraße in der Nordstadt. Ursprünglich befand sich an dem Grabmal ein großes Bronzerelief. Dieses ist jedoch leider im Jahr 2016 einem Diebstahl zum Opfer gefallen. Der Förderverein für den Nordfriedhof konnte aus Spenden diese verkleinerte Sandsteinnachbildung anfertigen und anbringen lassen. Zu sehen ist ebenfalls wie auf dem gestohlenen Bronzerelief eine Frauengestalt mit Palmwedel an der Himmelspforte. Die Grabstätte der Familie Quadbeck. Die achtstellige Familiengrabstätte wurde im Jahr 1908 von dem Kaufmann Heinrich Quadbeck erworben. Das eindrucksvolle Grabmal wurde aus schwarzem schwedischen Granit mit Renaissance-Imitation gefertigt. Die Familie Quadbeck gehört zu den drei ältesten Gildenfamilien in Dortmund. Eine Gilde war ein mittelalterlicher Zusammenschluss von Kaufleuten. Die Familiengeschichte der Quadbecks reicht bis in das 14. Jahrhundert zurück. Zu Ehren der Familie wurde im Norden der Stadt hinter dem Hauptbahnhof eine Straße nach ihnen benannt, die Quadbeckstraße. Im Jahr 1897 eröffnete der Kaufmann Heinrich mit seinen beiden Söhnen an der Steinstraße die westfälische Wurst- und Fleischwarenfabrik Quadbeck und Söhne. Im Alter von 79 Jahren verstarb Heinrich und wurde 1920 auf dieser Grabstätte beigesetzt. Die Geschichte des Nordfriedhofs ist untrennbar verbunden mit der Bergbauvergangenheit des Dortmunder Nordens. Insbesondere wenn man bedenkt, dass das Werksgelände der ehemaligen Zeche Minister Stein direkt an das Friedhofsgelände angrenzte. Noch in einem Text von 1960 heißt es: Das Bild der Industrie, des pulsierenden Lebens, vereinigt sich mit dem des Friedhofs, des Sterbens und Vergehens zu einem eigenartigen Ganzen. Der Zechenbetrieb von Minister Stein lief von 1856 bis 1987. Im 19. und 20. Jahrhundert waren über 50% der Toten auf dem Friedhof einmal Bergleute gewesen. Nicht nur die beiden großen Ehrenmäler zu zwei Grubenunglücken zeugen davon, sondern zum Beispiel auch die erhaltene Grabstätte des Maschinensteigers Hermann Löbbe. Der Begräbnisplatz wurde im Jahr 1907 erworben, anlässlich des Todes des im Alter von nur 23 Jahren verstorbenen Sohnes Waldemar. Die Familie wohnte damals in der ehemaligen Straße am Kaiserstuhl gegenüber der gleichnamigen Zeche. Die Eheleute Löbbe hatten drei Söhne: Heinrich Ewald, Waldemar und Wilhelm. Während die vergleichsweise früh verstorbenen Söhne Heinrich Ewald und Waldemar hier bestattet worden sind, ist die Stelle für den sehr viel später verstorbenen Sohn Wilhelm unbelegt geblieben. Wilhelm Löbbe war ein Konstrukteur und Erfinder in der Maschinenbauindustrie. Es ist das große Verdienst von Wilhelm Löbbe, 1947 den Kohlehobel für den Großeinsatz weiterentwickelt zu haben. Er wurde nach seinem Erfinder als Löbbe-Hobel benannt und kam weltweit zum Einsatz. Wilhelm Löbbe verstarb im Jahr 1950 und wurde, wie gesagt, nicht auf dieser Grabstätte beigesetzt, sondern in Bochum. Wo dort genau, konnte ich bis jetzt nicht herausfinden. Wir stehen hier bei den Grabstätten der Bombenopfer. Hier im Feld 48 wurden zum Ende des Zweiten Weltkrieges 147 tote Zivilisten beerdigt. Das waren Menschen, die bei den Bombenangriffen durch die Alliierten ums Leben gekommen sind. Unweit östlich von hier gibt es ein weiteres Feld.
das Feld 42, dort liegen 153 Bombenopfer begraben. Wir stehen hier vor dem Denkmal für die Schlagwetterexplosion auf der Zeche Minister Stein. Am 11.02.1925 kam es zu einer Methangasexplosion unter Tage. Im Rahmen von regulären Sprengarbeiten kamen insgesamt 136 Bergleute ums Leben. 98 von ihnen wurden hier jeweils seitlich neben dem Denkmal in zwei Massengräbern beigesetzt. Die restlichen 38 toten Bergleute wurden nicht hier auf dem Nordfriedhof beigesetzt, sondern auf dem Friedhof in Kirchderne. Dort existiert ein weiteres Denkmal. Das hier befindliche Denkmal wurde später anhand eines Entwurfes des Künstlers Friedrich Backtons hier aufgestellt, zu Ehren der verstorbenen Bergleute. Gestiftet wurde dies von der damaligen Gelsenkirchener Bergwerks AG. Als Material wurde Muschelkalk verwendet. Die Darstellung Schicksal belegt deutlich die politische Funktion des Ehrenmals. Die Explosionskatastrophe vom 11. Februar 1925 sollte als schicksalhaftes, unvermeidliches Unglück aufgefasst werden, dessen der Mensch sich zu beugen habe, um so die Frage nach der Verantwortlichkeit des Unfalls einer höheren Macht zuweisen zu können. Die gewerkschaftlichen und kommunistischen Zeitungen führten die Explosionskatastrophe damals jedoch auf die schlechte Bewetterung der Schachtanlage und die Arbeit im Akkordsystem zurück. Das Ehrenmal wurde am Toten Sonntag, dem 20. November 1927, im Rahmen einer Feierstunde eröffnet. Das Märzgefallenen-Denkmal im Feld 28, nähe der Osterfeldstraße, zum Kapp-Lüttwitz-Putsch in der ehemaligen Weimarer Republik. Der Putsch im März 1920 war ein gescheiterter, konterrevolutionärer, nationalistischer Putschversuch gegen die nach der Novemberrevolution geschaffene Weimarer Republik. Angeführt wurden die Putschisten von dem damaligen Oberbefehlshaber aller Reichswehrtruppen Nord-, Mittel- und Ostdeutschlands, General von Lüttwitz, und dem ostpreußischen Generallandschaftsdirektor Wolfgang Kapp. In dem Zusammenhang kam es auch in Dortmund zu schweren Straßenkämpfen mit vielen toten Beteiligten. 11 der bei den Straßenkämpfen in Dortmund ums Leben gekommenen Arbeiter wurde hier am Denkmal in einem Sammelgrab beigesetzt. Das triptychonartig gestaltete Denkmal wurde 1929 von der Dortmunder KPD errichtet zur Heroisierung der gefallenen Arbeiter. Wir stehen hier nun in Feld 29 vor dem Denkmal für das Seilfahrtsunglück auf der Zeche Kaiserstuhl 2 in der Nordstadt. Am 8.8.1920, es war ein Sonntagmorgen, kam es bei der Grubenausfahrt der Bergleute infolge Seilabriss und ungebremstem Sturz des Förderkorbes in die Tiefe zu einem tragischen Unglück. 30 Bergleute verloren auf tragische Weise ihr Leben und wurden einige Tage später im Rahmen eines riesigen Trauerzuges durch die Nordstadt zum Nordfriedhof geleitet und hier vor dem später errichteten Denkmal in einem Sammelgrab beigesetzt. Das hier befindliche Denkmal wurde vermutlich von dem Künstler Benno Elkan entworfen. Wir sehen auf einem altarförmigen Sockel zwei aufrecht stehende, gleichnishaft darstellende Trauerfiguren, beides Akte. Eine reife, erwachsene Frau mit Schamtuch um die Hüfte, die Mutter, und ein knabenhafter Junge, der Sohn, beide im Trauergestus mit nach vorn geneigten Häuptern. Die Frau mit auf die Hand gestütztem Kinn umfasst mit ihrer Linken die Schultern des Jungen wie zum Schutz. Das Wohn- und Bürohaus des Nordfriedhofes wurde 1898 erbaut, im Schweizerhausstil. Dieser Stil ist eine Richtung des Historismus
und beschreibt Gebäude im angeblichen Stil alpenländischer Bauernhäuser. Georg Sieke und seine Familie lebten hier von 1897 bis zu seinem Dienstende 1929. Das Gebäude wird heute noch als Büro genutzt. Die restlichen Räume sind privat vermietet. Ich möchte Ihnen heute etwas erzählen über den Förderverein Nordfriedhof, den ich am 25. April 2016 gegründet habe. Gedacht habe ich damals, hier muss irgendetwas passieren, weil meine halbe Familie liegt hier und immer wenn ich über den Friedhof gegangen bin, habe ich gesehen, dass doch das ein oder andere Grabmal, was eigentlich für mich erhaltenswert war, weggeräumt war. Waren ja auch keine Nachkommen mehr da, das Friedhofsamt kann auch nicht für alles aufkommen, das leuchtete mir schon ein. Also habe ich gedacht, hier muss irgendetwas passieren. Daraufhin habe ich den Förderverein gegründet und ich muss sagen, inzwischen haben wir 39 Mitglieder. Das ist ganz schön und sind auch alle begeistert, dass es den Förderverein gibt. Und ich muss sagen, Sie sehen ja auch hinter mir das schöne Grabmal von Borgmeier. Da haben wir mehrere von, die alle erhaltenswert sind, wo auch keine Familiennachzüge mehr sind. Die erste Sache, die wir gemacht haben, oder die erste Tat, die wir gemacht haben, war das Denkmal von Thiemann. Da war ja die Bronzetafel gestohlen. Die haben wir als Bronzetafel nicht wieder herstellen lassen können, das wäre zu teuer geworden. Aber das in anderem Material für ca. 7.000 Euro, das war zu finanzieren, dank großzügiger Spenden auch von der Sparkasse und von der Firma Jäger. Das war also die erste Sache und für mein Gefühl sieht es auch wirklich top aus, sehr schön. Die zweite Sache war dann, waren die Kindergräber, die die Firma Hibbeln dann auf unseren Vorschlag hin verlegt hat, zum Hauptweg hin. Das letzte Kindergrab ist jetzt erst verlegt worden, sodass alle Kindergräber, die aus einem Mittelstück des Nordfriedhofs waren, gut verlegt und gut sichtbar sind. Die andere Sache waren, wir hatten zwei Madonnen, ich sag mal Madonnen auf Denkmälern. Beide sollten geklaut werden, oder nicht geklaut, gestohlen werden. Eine ist tatsächlich gestohlen, die andere ist liegen geblieben, zum Glück liegen geblieben, weil die einen Riss im Rücken hatte und ein Daumen fehlte. Zum Glück hat Herr Bernd als Friedhofsverwalter die gerettet und hat sie erstmal aufbewahrt. Dann war es ein großes Stück Arbeit, Leute dafür zu interessieren, die zu restaurieren. Das haben wir aber geschafft mit Geld der Bezirksvertretung Ewing und mit der Firma aus Holland, Binder aus Holland, die Figur repariert haben, restauriert haben und steht jetzt zum Glück auf einem Sockel im Vorraum, in der Vorhalle der Trauerhalle. Und jeder, der jetzt also eine Beerdigung hat, der steht auch davor und schaut sich die wirklich innig an, muss ich sagen. Das war eine sehr gute Idee, diesen Platz zu wählen. Ansonsten bleiben wir immer am Ball. Wir haben einiges noch vor. Das letzte ist die Grabstätte der Familie Löbbe. Da sind auch keine Nachkommen mehr. Da wollen wir versuchen, die Flammen zu ersetzen. Inzwischen haben wir auch organisierte Rundgänge über den Nordfriedhof, über Frau Kritzler, die das sehr gut gemacht hat. Wir sind bei dem ersten Rundgang zur Probe mitgegangen. Sehr gut, muss ich sagen. Die hat sich da wirklich alles angesehen. Nur, dass der Nordfriedhof jetzt als Arbeiterfriedhof gleich als erstes benannt wird, das ärgert mich ein bisschen, weil es ja nicht so ist. Hier sind natürlich auch Arbeiter, das ist klar, aber auch Arbeitgeber, Künstler. Also jedenfalls alles, was ist. Und wenn Sie sich manche Grabmäler begucken, konnte sich auch damals ein Arbeiter gar nicht erlauben. Der Nordfriedhof wurde 1897 von Herrn Sieke aus dem Nichts geschaffen. Er schrieb 1929 in einem Text zu seinem Dienstende, dass sich der Friedhof trotz seiner damals ungünstigen Lage unmittelbar an der ehemaligen Zeche Minister Stein zu einer prächtigen Anlage entwickelt hat. Auch heute, 124 Jahre nach der Eröffnung, zeigt sich der Friedhof neben seiner Funktion als Begräbnisplatz, als schöne Parkanlage zum Spazierengehen und Verweilen für die Bewohner des Dortmunder Nordens.